Also das ist also wirklich Soap Opera auf allerniedrigstem Niveau, um wirklich die Dümmsten in der Gesellschaft wieder auf die eigene Seite zu ziehen. Hallo, meine Lieben. Heute haben wir wieder Herrn Ernst Wolf bei uns im Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich habe wieder ganz, ganz viele aktuelle Themen mitgebracht, über die wir unbedingt sprechen müssen. Vorab wollte ich noch sagen, Sie befinden sich jetzt gerade auf Tour. Falls es irgendjemand verpasst hat, was sind die nächsten Steps hier? Ah ja, ich bin jetzt einmal in Österreich nochmal unterwegs. Das ist am 1. Dezember in St. Valentin. Dann bin ich in Italien unterwegs, am 2. Dezember in Bozen. Und dann mein letzter Vortrag in Deutschland, der ist am 9. Dezember in Bad Hersfeld. Ich finde es klasse, dass Sie überall unterwegs sind, damit wirklich auch alle Menschen ja, erreicht werden können über die aktuellsten Geschehnisse. Und darüber sprechen wir nämlich jetzt auch bei unserem Video heute. Genau. Und wir beginnen auch mit dem Riesenskandal, und zwar das Haushaltschaos der Regierung. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat ja mit seinem Urteil ein großes Loch und ganz viele Fragen aufgeworfen. Und dadurch wird ja jetzt wieder auch die Schuldenbremse ausgesetzt. Ja, was steht nun hier alles auf dem Spiel? Was sind die Hintergründe? Ja, das ist ganz interessant, die ganze Sache. Man muss das wirklich in das ganz große Gesamtbild einordnen, was sich uns im Moment bietet. Also wir leben in einer Phase, in der das alte Geldsystem zerbrochen ist, in dem das also von der Elite im Moment nach Strich und Faden geplündert wird, in dem im Hintergrund ein neues Geldsystem vorbereitet wird. Und diese ganze Plünderung, die findet statt hinter dem Rücken der aktuellen Regierung. Also die Ampelkoalition wird praktisch benutzt, um die Leute abzulenken. Die wird benutzt, damit die Elite sich weiter bereichern kann, auf unvorstellbare Art und Weise. Aber das hat leider dazu geführt, dass die Leute die Ampelkoalition inzwischen großenteils ablehnen. Also es gibt ja im Moment immer mehr Forderungen nach Neuwahlen. Es werden überall neue Parteien angekündigt. Und das bringt natürlich große Unruhe. Und da muss man natürlich einen Schuldigen finden. Und jetzt hat man den Schuldigen wunderbar gefunden in Form der Justiz, in Form des Bundesverfassungsgerichts. Also die Ampelkoalition kann jetzt sagen, also das ist ja alles nicht unsere Schuld, sondern wir unterliegen ja der Gerichtsbarkeit. Also das ist die Schuld des Bundesverfassungsgerichts. Also das ist ein ganz raffiniertes Spiel, um einen neuen Schuldigen zu kreieren. Aber an der Politik wird sich da überhaupt nichts ändern. Also das wird gar nichts an dem ändern, was uns bevorsteht. Also das heißt, jetzt werden einfach weiterhin schön Schulden aufgenommen, um diese Löcher zu stopfen. Ganz genau. Es heißt ja auch, der Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht ja kein Einsparpotenzial im deutschen Haushalt. Und würden Sie auch sagen, ja, da gibt es eigentlich kein Einsparpotenzial, wir haben ja gar keine Steuerverschwendung, falls Sie doch anderer Meinung sind, worin Also, gibt es denn Einsparpotenzial? ich wundere mich, dass Herr Habeck vor einem Jahr nichts gesagt hat, als plötzlich 100 Milliarden für die Bundeswehr bereitgestellt wurden. Also daran sieht man, mit welchen Summen da hantiert wird und in welche Hände die einfach fließen. Aber es ist kein Wunder, weil für mich ist Herr Habeck ja nichts anderes als eine Marionette von BlackRock geworden. Also der wird von seiner Staatssekretärin da in die Richtung geschickt, in die BlackRock ihn haben will. Und dazu gehört eben, dass das Geld Taschen von BlackRock fließt. Und diese 104 Milliarden für die Bundeswehr, die gehen ja gar nicht an die Bundeswehr, sondern die gehen an irgendwelche Rüstungskonzerne. Und hinter diesen Rüstungskonzernen stehen natürlich die großen Vermögensverwalter. Also Geld ist da, Geld kann auch jederzeit, wissen wir ja, aus dem Nichts geschaffen werden. Es geht um die Art und Weise der Verteilung. Und im Moment, das Geld, das geht nicht an die einfachen arbeitenden Menschen, sondern das Geld geht an die Elite im Hintergrund. Und der größte Geldbeschaffer für die Elite im Moment auf politischer Ebene sind eben Leute wie Herr Habeck und Herr Lindner. Es ist ja auch so, die Schlagzeilen überschlagen sich ja mit, ja, wir fordern den Rücktritt, wir fordern Neuwahlen, alles Mögliche. Ist das nur so eine jetzige gerade, ich sage mal, Ablenkung, Schlagzeilenmacherei oder würde sich vielleicht etwas ändern? Könnte es wirklich Neuwahlen geben? Es könnte Neuwahlen geben, aber ändern wird sich gar nichts. Es ist auch völlig egal, wer dann an die Regierung kommt. Ob dann irgendwie die CDU oder die CSU wieder rankommt oder ob dann irgendwie die AfD rankommt oder ob irgendeine neue Partei da tatsächlich einen Durchbruch schaffen sollte. All das ist völlig egal, weil das parlamentarische System ist erledigt. Wir leben im digitalen Faschismus und da wird auch eine anders gestaltete Regierung überhaupt nichts dran ändern. Und gerade die CSU, CDU, wo wir gesehen haben, was sie alles 2020 gemacht haben, finde ich ja sowieso sehr makaber, dass man jetzt sagt, oh, die würden jetzt wieder alles anders machen.
Ja, ich wundere mich auch, dass die Leute nicht die Konsequenz ziehen aus dem, was in den letzten 3 Jahren passiert ist. Da sind alle Regierungen der Welt im Gleichschritt marschiert und das wird sich auch nicht mehr ändern, weil da gibt es eine Macht im Hintergrund, die ist unendlich viel stärker als jede einzelne Regierung. Also wer heute in die Nähe einer Regierung kommt, der muss vorher also sein Glaubensbekenntnis an BlackRock, Vanguard und Co. ablegen und auch an die großen IT-Konzerne. Und wenn er denen nicht gefällt, dann wird er ganz kurz mal über die sozialen Netzwerke fertig gemacht und dann wird er ganz schnell von der Bildfläche verschwinden. Ja, das stimmt. Es wird ja jetzt auch ganz offiziell nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Einerseits natürlich über Schulden, aber auch die müssen ja auch irgendwie, sollten zumindest anscheinhalber zurückgezahlt werden. Und können Sie sich in dem Zusammenhang vorstellen, beziehungsweise man spricht ja auch davon, Lastenausgleich, Vermögensabgaben, könnte so etwas in Zukunft dann ja vorstellbar sein? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, vor uns liegt eine Phase, in der Austeritätspolitik in ganz hohem Maße wieder betrieben werden wird. Und da passt natürlich also auch ein Lastenausgleich mit rein. Und die gesetzlichen Regelungen, die gibt es ja dafür. Die Frage ist nur, wann wird die Regierung so weit sein, dazu zu greifen? Weil die wird sich dann in direkte Konfrontation mit der Mehrheit der Bevölkerung begeben. Aber ich denke, da sind wir noch nicht ganz so weit, weil da müssen die Verhältnisse sich noch ein bisschen weiter verschlechtern. Aber daran arbeiten sie ja. Also ich meine, die Ampelkoalition tut ja alles dafür, dass die Wirtschaft insgesamt weiter an die Wand gefahren wird. Man darf aber dabei nicht vergessen, also die ganz Großen, auch wenn sie im Moment in Schwierigkeiten sind, verdienen ja immer noch Milliarden und Abermilliarden. Also selbst die deutsche Autoindustrie verdient immer noch gut, obwohl sie heute viel weniger Autos als früher produziert. Also das Ganze ist eigentlich ein Riesenanschlag auf den Mittelstand. Dem Mittelstand geht es immer schlechter. Der Mittelstand wird im Moment mehr oder weniger beseitigt. Aber mit dem Mittelstand beseitigt man auch den Motor der Gesellschaft und zerstört unsere aktuelle Gesellschaft. Und deswegen ist die Situation so brenzlig im Moment. Kurz für alle zum Aufklären. Warum der Mittelstand? Warum der Mittelstand? Weil der passt nicht mehr in diese neue Ökonomie hinein, die eben so völlig durchdigitalisiert ist. Also der größte Feind des Mittelstandes ist die Plattformökonomie. Also Plattformunternehmen, das sind solche Unternehmen wie Amazon, wie Uber, wie Booking.com, wie Trivago und so weiter. Also das sind diese ganzen Unternehmen, die davon leben, dass sie den Mittelstand, also wie so eine Art Dracula aussaugen. Also man muss sie nur mal ins Gedächtnis rufen. Amazon ist erst 1994 gegründet worden, hat es aber geschafft, inzwischen mehrere hunderttausend Einzelhändler in der gesamten Welt in die Pleite zu treiben und ist heute das viertgrößte Unternehmen der Welt. Also da ist richtig was im Gang. Ähnliches gilt fürs, was weiß ich, die Zerstörung des Taxigewerbes durch Uber oder die Zerstörung der kleinen Hotellerie und der kleinen Gasthäuser durch Booking.com. Also da ist eine Riesenagenda unterwegs und da ist für den Mittelstand kein Platz mehr. Das Problem ist, damit werden wir in eine neue Gesellschaft geführt und in dieser neuen Gesellschaft wird die Mehrheit der Menschen auch keine Arbeitsplätze mehr finden. Ja, also verheerende Zukunftsvorstellungen. Wenn es so weitergeht, wie es läuft im Moment, dann ist es tatsächlich verheerend. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da wir gerade über Neuwahlen gesprochen haben, in Argentinien fanden ja auch Wahlen statt und Javier Milei ist jetzt der Präsident, hat gewonnen. Und nun heißt es, dass sich das ganze System, also zumindest in Argentinien, ändern wird. Es gibt jetzt Freiheit. Wie sehen Sie das? Ja, das ist eine ganz unterhaltsame Angelegenheit. Also für mich war interessant, Javier Milei, den Namen habe ich vor 3 Monaten das erste Mal gehört. Ich hatte noch nie was von dem gehört, obwohl ich mich ja also politisch doch einigermaßen für die Dinge, die in der Welt passieren, selber auch interessiere. Ich hatte nie was gehört und dann habe ich gelesen, der Mann war Rockstar und der Mann war Fußballstar. Und als Journalist habe ich gedacht, da guckst du mal nach, wie es da wirklich um diese Dinge bestellt ist. Dann habe ich herausgefunden, der hat als Fußballer in einer Jugendmannschaft mal im Tor gestanden, also so viel zum Fußballstar. Und als Rockstar, der Mann hat als Jugendlicher mal in einer Schülerband gespielt. Aber der Mann ist durch jede Menge Talkshows in Argentinien durchgetingelt und hat sich da als Rockstar und als Fußballstar verkauft. Und in dem Moment war mir klar, da müssen Leute dahinter stehen, die ihn fördern. Und dann habe ich mir seinen Lebenslauf mal angeguckt und dann habe ich mir mal angeguckt, was er in den Talkshows erzählt hat. In den Talkshows hat er überall sich als Anti-Establishment-Guider ausgegeben, ist dann auch belegt worden mit Kosenamen. Das eine war die Perücke wegen seiner Frisur und das andere war El Loco, also der Bekloppte.
Und also solche Dinge, das passiert alles nicht umsonst, sondern das wird von hinten gesteuert und gemacht. Und dann habe ich festgestellt, was hat er denn beruflich gemacht? Und interessanterweise, er war mal Berater der Regierung, also einer, der als Anti-Establishment sich menschlich verkauft, aber früher als Berater der Regierung gearbeitet hat. Das macht mich dann schon mal sehr skeptisch. Und dann habe ich weitergeguckt, wo hat er denn gearbeitet? Der war 10 Jahre Chefökonom für eine Firma namens Corporación América Internacional. Und das war ganz interessant, weil diese Gesellschaft ist Mitglied im WEF, also ist ein Partnerunternehmen des WEF. Habe ich mir angeguckt, wer ist denn der Chef dieser Firma, also der Präsident? Das ist ein Eduardo E. Urnakian und der Mann ist Contributor des WEF. Und dann habe ich weitergeguckt, Javier Milei selber ist auch Contributor des WEF. Also man weiß genau, das ist eine gezielt gesetzte Marionette, genau wie Rishi Sunak, genau wie Emmanuel Macron. Also das sind alles Leute, die aufgebaut werden und die dann in diese Position gebracht werden. Und ganz interessant ist dann natürlich seine Forderung. Er fordert ja, also sehr drastisch, er fordert ja, dass man die Zentralbank in die Luft jagt. Und das hat natürlich auch viele in den alternativen Medien dazu gebracht, ihn als neuen Helden zu sehen. Interessant ist aber, dass er gleichzeitig fordert, dass die neue argentinische Währung der US-Dollar sein soll. Also er möchte den US-Dollar als argentinische Währung einführen. Das Interessante daran ist, dass Argentinien überhaupt gar keine Devisen hat, also so gut wie gar nichts. Das heißt, um jetzt den US-Dollar einzuführen, muss er dafür sorgen, dass ganz viele Devisen da sind. Das heißt, er muss jetzt Staatseigentum verkaufen. Also das Programm von Javier Milei wird sein, erstens eine rasende Austerität für die Bevölkerung, weil er 44 Milliarden beim IWF abzahlen muss. Und zweitens den Ausverkauf des Staatseigentums an die USA, um an die Devisen zu kommen. Also ich weiß nicht, aber besser kann man die Kolonialisierung eines Landes unter die Stärksten der Welt nicht vorantreiben. Also der Mann ist für mich also der größte Politbetrüger nach Frau Meloni und genauso wie Geert Wilders in Holland, der jetzt inzwischen ja auch gewählt wurde. Also das sind alles gesetzte Figuren, die sollen die Leute einfach nur in eine andere Richtung drängen. Aber die Agenda im Hintergrund, die bleibt immer die gleiche. Ja, wir sehen es ja wirklich ein Beispiel nach dem anderen. Der Fall Milei, der erinnert ja beispielsweise auch an Zelensky, den Schauspieler, der ja auch seine Förderung erhalten hat. Und jetzt sieht man eben gerade, wie Sie gesagt haben, die ganzen Privatisierungsmaßnahmen, die gestartet werden, genau das Vorgehen, wie der IWF arbeitet. Also ja, da sieht man eben das Fazit, ja, erstmal die Versprechungen und dann das Fazit. Natürlich werden wir sehen, ob Argentinien jetzt das absolute Freiheitsland überhaupt wird. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Worauf ich auch noch hinaus wollte, ist eben der Konflikt im Nahen Osten. Denn hier ist gerade eine Feuerpause, wo man immer wieder spricht, wird das verlängert, was ist hier los? Und wie schätzen Sie diese Lage ein? Also die Feuerpause ist für mich einfach nur, dass man irgendwie die Kräfte wahrscheinlich neu bündeln will und überlegen will, wie man in diesem Krieg weitermacht. Weil für mich gibt es im Moment also keine Anzeichen dafür, dass dieser Krieg beigelegt wird. Also dieser Krieg ist auch nicht ganz plötzlich entstanden. Der ist lange von langer Hand vorbereitet worden. Der ist ja inzwischen auch ausgeweitet worden. Also es hat Angriffe auf Syrien gegeben, auf den Libanon. Dann ist der Jemen mit reingezogen worden. Also ich erwarte da also keine auf Dauer geartete Friedenskonstellation, sondern ich erwarte da, dass es irgendwann in naher Zukunft da mit diesem Krieg auch weitergehen wird. Man sieht ja auch, also es wird nirgendwo deeskaliert. Die USA haben da über 100 Milliarden wieder in den Konflikt und in den Ukraine-Konflikt reingepumpt. Und das wird einfach so weitergehen. Also für die Elite gibt es gar keinen Grund. Im Gegenteil, also das verunsichert die Leute, das schürt die Panik bei den Leuten auch in der westlichen Welt. Und genau das ist gewollt, weil wir eben in diesem großen Umbruch leben. Ja, also ich bin auch nicht der Annahme, dass es jetzt sofort beendet wird, aber es ist vielleicht auch so eine kleine Deeskalation, weil es hieß, wie könnt ihr jetzt einfach nur angreifen? So ist es so ein bisschen so, wir machen auch Pause, wir lassen da ein bisschen Spielraum. Das ist ja auch eine wirklich schäbige Art und Weise, die Stimmung in der Öffentlichkeit wieder zu den eigenen Gunsten da zu verändern. Weil ich meine, man darf nicht vergessen, es sind da einige tausend Kinder, sind da auf grausamste Weise umgebracht worden. Und jetzt geht es um 1, 2, 3 Geiseln. Und da wird das dann aufgebaut als riesiges Ereignis, dass diese Geiseln, kleine Kinder teilweise zu ihren Eltern zurückgeführt werden. Also das ist also wirklich Soap Opera auf allerniedrigstem Niveau, um wirklich die Dümmsten in der Gesellschaft wieder auf die eigene Seite zu ziehen.
Und jetzt springen wir vom Konflikt vom Nahen Osten zum Konflikt in der Ukraine, denn auch hier geht es weiter. Wie würden Sie die momentane Situation einschätzen? Denn man will noch nicht wirklich verhandeln oder den Krieg beilegen, aber gleichzeitig wird mehr und mehr über die Niederlage auch bei den westlichen Medien berichtet. Wie geht es da? Das Interessante ist, die Leute, wenn es um Krieg geht, dann denken die Leute immer in Kategorien wie Sieger und Verlierer. Und darum geht es überhaupt nicht. Es geht heute nicht darum, einen Krieg zu gewinnen, sondern es geht darum, einen Krieg zu führen und diesen Krieg möglichst lange auszudehnen, weil auf die Art und Weise wird die Rüstungsindustrie bedient und auf diese Art und Weise lässt sich sehr viel Geld verdienen. Und dann lässt sich natürlich auch einen Riesenschaden anrichten. Und der Aufbau nach dem Krieg ist natürlich das Entscheidende dann. Also ich meine, der große Dichter Schiller hat ja mal gesagt, der beste Kaufmann ist der Krieg, er macht aus Eisen Gold. Und das gilt heute immer noch. Und deswegen ist es, also man darf nicht immer überlegen, wer wird diesen Krieg gewinnen, sondern wie profitieren beide Seiten von der Ausweitung des Krieges und von einem lang anhaltenden Konflikt. Das ist ja das Heftige, dass sich alles eigentlich immer wieder wiederholt, auf eine andere Weise, in einer anderen Zeit. Man denkt, man ist so fortschrittlich und gesellschaftlich und technologisch affin, aber gleichzeitig ist immer alles gleich im System und wiederholt sich. Und da wir ja immer wieder von Ablenkung sprechen und was im Hintergrund passiert, wie weit ist man denn bei der digitalen Zentralbankwährung? Wann könnte das denn eingeführt werden? Gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Das geht rasend voran. Also wir haben ja gehört, jetzt erstens, der digitale Euro ist ja angekündigt worden von der EZB, gerade in den ersten zwei Wochen des Israel-Konfliktes, also fast gar nicht beobachtet worden von den Leuten oder beachtet worden. Dann in den USA haben wir das FedNow-Programm seit Juli, das ja eine Vorbereitung auf die digitale Zentralbankwährung ist. Und ich bin jetzt gerade hier im Moment in der Schweiz, da läuft jetzt ab dem 1.12. ein Testprogramm für die Wholesale-CBDC, und zwar zwischen der größten Bank der Schweiz, der UBS, drei Kantonalbanken und einer weiteren Bank. Also da wird richtig dran gearbeitet. Das große Problem, vor dem die Leute stehen, die das einführen wollen, ist eben, dass dieser Großtest in Nigeria völlig fehlgeschlagen ist. Also in Nigeria haben bis heute nur ganz wenige Leute dieses neue Geld akzeptiert. Nigeria ist ein Industrieland und zeigt ungefähr, wie es dann hier passieren könnte. Also ich glaube, da wird noch einiges passieren müssen, bevor man da mit der Einführung rechnen kann. Und ich glaube auch, dass die Einführung nicht national vonstatten gehen wird, sondern international. Also der IWF baut ja im Moment an dieser internationalen Plattform, sodass die ganzen digitalen Zentralbankwährungen dann gegeneinander getauscht werden können. Also ich vermute, dass es da noch ein bisschen Zeit brauchen wird. Aber es kann auch sein, dass in der Zwischenzeit nochmal Kriege ausgeweitet werden oder dass wir so ein Großereignis erleben werden wie 9/11 und dass man dann damit aufwarten wird. Möglicherweise warten die aber auch ab auf den großen Einbruch am Arbeitsmarkt durch die KI, weil da gibt es tatsächlich auch ganz gewaltige Entwicklungen im Moment. Also richtig genau sagen, wann das eingeführt werden wird, kann man nicht. Aber es wird unter Hochdruck im Hintergrund vorangetrieben. Über die KI sprechen wir noch bei unseren unzensierten Fragen, denn da haben Sie ja auch eine bombastische Meldung. Da Sie aber jetzt das IWF angesprochen haben, denn selbst das IWF macht ja Druck, dass das jetzt mal ein bisschen schneller vorangehen soll. Und welchen Einfluss hat denn das IWF? Und Sie möchten ja auch schließlich die Bargeldabschaffung voranbringen. Wie ist es? Welchen Einfluss haben Sie auf Ihre Mitglieder? Also das IWF hat einen Rieseneinfluss weltweit, weil Schulden sind die beste Maßnahme, um Leute oder Staaten in Abhängigkeit zu bringen. Und es gibt ja kaum einen Staat auf der Welt, der nicht irgendwann mal beim IWF einen Kredit aufgenommen hat. Und interessanterweise ist ja der Staat, der den höchsten Kredit jemals in Anspruch genommen hat, Argentinien. Argentinien hat, ich glaube, es war 2018 oder 2019, einen Kredit in Höhe von 59 Milliarden Dollar aufgenommen beim IWF und die müssen im Moment immer noch 44 Milliarden davon abzahlen. Also Herr Milei wird in eine direkte Abhängigkeit vom IWF rutschen. Und der IWF lässt sich das Geld ja nicht nur zurückbezahlen, sondern der IWF knüpft dieses Geld ja auch an Bedingungen. Das sind die sogenannten Strukturanpassungsprogramme. Und in diesen Strukturanpassungsprogrammen wird immer genau festgelegt, was das Land denn so machen soll. Das Land wird dann gezwungen, also und damit das Ganze freiwillig aussieht, einen sogenannten Letter of Intent, also einen
Brief mit Absichten an den IWF zu schicken, in dem das drinsteht. Also da muss man wahrscheinlich nur mal im Internet nachgucken, was Argentinien dem IWF damals versprochen hat. Aber normalerweise ist das so, dass da die Sozialausgaben gekürzt werden müssen, dass dann die Energiepreise in die Höhe getrieben werden müssen. Also da wird alles gemacht dafür, dass die normale Bevölkerung, die arbeitende Bevölkerung die Schulden abzahlt, während die Großen, die ihre Firmen ja sowieso irgendwo auf den Cayman Islands oder in Singapur oder auf Guernsey da registriert haben, während die also schadenfrei dabei wegkommen. Also der IWF selber ist nichts anderes als ein Arm des digital-finanziellen Komplexes, der dafür sorgt, dass dessen Interessen in der ganzen Welt über die Verschuldung durchgesetzt werden. Und insgesamt kann man natürlich dann als großer Retter dastehen und zeigen, hey, die ganzen Bedingungen hast du doch vorgeschlagen. Also genau. Ich bin da ja fein raus. Ja, genau, so wird das gemacht. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Ich habe jetzt noch weitere Fragen und vor allem unsere neue Meldung, die wir dann auch besprechen möchten. Also all diese Antworten findet ihr auf www.meinopinio.com für Mitglieder. Also erstmal vielen Dank und wir sprechen aber trotzdem weiter.